Ein Auspack-Video, nein. Noch so ein bisschen schon. Laugenecke, aha. Einmal drunter, einmal drüber. Auch gut. Erstmal auf dem Boden damit. Ach, wie süß ist das denn? ja. Cool. Okay. Nette Idee. Statische Aufladung. Die Tüte für den Müll, oder? Gibt's sie noch als Mülltüte? Ja! Sie geht noch als Mülltüte. Sehr gut! Okay. Aber mit Kletten, ne? Kann man irgendwo hinkletten. Ja, da. Nicht so wirklich. Aber so ein bisschen. So ein bisschen hält's. Okay. Ja, auch eine gute Idee, was zu recyceln. Ich muss mal eben den Staubsauger holen, denke ich. So, bitte. Machen wir direkt mal die Schräubelchen ab hier unten. Das Schräubelchen vielmehr. Wobei. Hätte vielleicht gar nicht sein brauchen. Wie man unschwer erkennt, ein Philips.
Typ 12RB263. Mit Spinnwebelchen. Zumindest in letzter Zeit war dann halt keiner mehr daran. Okay, dann doch nochmal saugen. Sorry. Denn ich mag nicht so gerne Spinnweben. Eins, zwei, drei, vier Stück. Vier Röhren. Oder habe ich was übersehen? Nö. Okay. Unten war auch keiner drin, um rumzufummeln. Netzanschlussleitung scheint in Ordnung zu sein. Wobei bei Geräten dieses Baujahres ist das eigentlich zumindest kein Alterungsproblem. Wäre mir neu. So, wir sind bei 170 Milliampere und 220 Volt. Ein bisschen was Rauschen hört man, ganz kleines bisschen nur. Passt nicht als Antenne. Machen wir erstmal ohne. Und außerdem sind wir auf Mittelwelle. Das ist nicht wirklich viel, würde ich sagen. Aber es ist ja auch keine Antenne dran. Aber auch ohne Antenne müsste es hier eigentlich ein bisschen was wenigstens bringen. Ich guck mal gerade, ob ich hier was habe, was ich als Antenne missbrauchen kann. Ja, nehme ich einfach mal das hier. Über Grenzen hinwegträumen. Das Video also hier auf der in der WDR 3 Uraufführungsreihe Musik ja, geht doch. Zeit. Seien Sie live im WDR. Wurden die Leichen eines Ehepaars aus einem überschwemmten Haus geborgen. Wolfgang Luck, WDR aktuell. Wir entspannten insofern, dass Hilfsmannschaften aus ganz Italien arbeiten. Super Empfang ist es nicht. Aber ist ja auch eine super Antenne, ne? Ja. So viel dazu.
Plastikgehäuse. Komplett. Super Antenne, nicht? So richtig dramatische. Kondensatoren sehe ich jetzt hier nicht. Da ist schon was Neues drin verbaut. Da war bei Philips die Zeit der Malzbonbons vorbei. Und der Beginn von gedruckten Platinen. Verbastelt ist es auf jeden Fall schon mal nicht. So, ich gehe mal davon aus, dass da das Lämpchen geht an. Das Gerät hängt jetzt am Trenntrafo. Die Röhren kommen relativ schnell. Grad. 24. Ich gehe davon aus, dass der Kondensator, der hat einen weg, denke ich mal. Stromaufnahme von dem Gerät ist eigentlich soweit in Ordnung. Aber so gut wie kein Empfang und wie gesagt, ohne Antenne sowieso schon mal gar nicht. Deswegen kommt da jetzt nochmal meine professorische Antenne dran. Ja, okay, dann haben wir jetzt auch direkt den Tontest. Brummen kann es gut. An der Front, die da verheizt werden. Und da kann ich mir vorstellen, dass Putin das teilweise auch ganz gelegen kommt, dass da eben so ein Typ ist, der Dampf ablässt und der seinen Beamten ein bisschen Druck macht. Ja. Diese Ausbrüche schauen. Ist das auch eine. Zumindest ist es nicht ganz tot. Wirksamkeit, Liebe vom Kreml. Lässt sich ja nicht aus. Ist, dass es jetzt immer mehr von diesen. Uiuiui. Kann er nicht einem so. Okay, da kommt jetzt deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Mittelwelle. Es ist helllichter Tag. Da wird nichts gehen. Kurzwelle. Alles Mögliche. Aber ja, und hier hört man nichts. Langwelle. Noch nicht mal, wenn man hin und her dreht, dann mal kurz was hatte, dann. Ah, da ist der Tastensatz. Noch nicht mal mehr die Zahlensender sind da. Wer jetzt weiß, was Zahlensender sind, der ist alt. Tut mir leid, ist so. Ist bei mir auch. Ist bei mir auch so. Ja, in der Regel ist es ja oft so, dass Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle die Tasten oft korrodiert sind oder verschmutzt, was auch immer. Denn darauf hört man ja heutzutage eigentlich gar nichts mehr.
Geld ohne Mehrwertsteuer und dass die Zahlung direkt. Ja, jetzt auch noch Werbung. Mal schauen, was YouTube dazu sagt. Musik von. Ja, dann schauen wir jetzt nochmal, nachdem er jetzt ein bisschen Zeit hatte, sich zu erwärmen. Hey, er hat sich gefangen. Er hat sich gefangen. Ja, dieses Thermometer ist natürlich auf metallischen Oberflächen, obwohl der so rau ist. Das könnte funktionieren einigermaßen. 29 Grad, also das war gestern bedeutend wärmer. Die Röhre. Ich ziele genau auf das obere Ende des Glühfadens. Da komme ich nicht auf den Glühfaden natürlich. Ist außen metallisiert, aber da. 81. 68. Ja, bin ja immer noch am Überlegen, mir eine Wärmebildkamera zu holen. Nur, die sind ja relativ teuer. Und da muss man, sollte man sich genügend Zeit geben, wenn man es denn überhaupt macht, um da was Vernünftiges zu nehmen und nicht das Erstbeste, Erstgünstigste, wo man sich nachher nur mit rumärgert und trotzdem einen Haufen Geld ausgegeben hat. Ja, und für nichts und wieder nichts. Oder das nicht das bringt, was man davon erwartet. Ich glaube, so 400 Euro sollte man da schon anlegen. Mindestens. Kann natürlich auch 1000 anlegen, aber das. Ich brauche keine 640x480 Pixel darauf, auf dem Display. Oder in der. Nee, Display ist ja dann noch egal, auf, in der Auflösung. Dieses Teil muss ich noch im 3D-Drucker als Reparatur entwerfen. Und das werde ich übers Wochenende vielleicht mal machen. Ich mache nicht so oft was selber in 3D. Also eigentlich schon, wenn ich dann mache, dann mache ich es meistens selber in FreeCAD. Allerdings, ja. Ich habe zwar mal CAD gelernt, CNC gelernt tatsächlich, aber das ist mit dem Entwerfen von 3D-Modellen heutzutage in keinster Weise zu vergleichen. In keinster Weise. Erstens war es bezogen auf Drehen und nicht auf alles mit Drehen und Fräsen, ja. Aber halt eben nicht irgendwelche 3D-Modelle, wie man sie heute so schön machen kann. Da muss man erstmal drauf kommen, dass eine Bohrung da nicht Bohrung heißt, sondern Tasche. Ja, da fängt es schon mit an. Frage ich mich zwar immer noch, warum das Tasche heißen soll, muss, keine Ahnung. Ist halt so. Muss ich halt hinnehmen. Ändert sich alles. Oder Twix, ne? Twix. Gut, das war's dann. Dann sage ich mal ciao.